Wir machen genetische Analysen bei hauptsächlich Hunden. Also sprich, wir können genetische Erkrankungen feststellen bei Hunden, wir können Rassen in Mischlingshunden feststellen, wir können feststellen, ob ein Hund reinrassig ist und ja, eben hauptsächlich bei Hunden im Moment. Durch unseren eigenen Hund. Weil der einfach so viele Krankheiten und Allergien gehabt hat am Anfang. Also, und da als Biologin ist sie dem, und Genetikerin ist einfach dem Ganzen auf den Grund gegangen. Ich bin mit Hunden aufgewachsen, die waren immer irgendwie ein Teil von meinem Leben und jetzt das dann im Beruf auch noch umsetzen zu können, das ist, finde ich, einfach das Beste. Einfach die Gestaltungsmöglichkeiten und die Entfaltungsmöglichkeiten, was man hat, das gefällt mir am meisten. Man muss quasi immer rund um die Uhr da sein. Ja? Also Urlaub ist nicht mehr Urlaub, so wie es früher war, sondern irgendwie ist die Firma immer präsent. Es geht, wenn man auch privat ein Paar ist, dann leichter, weil der andere immer weiß, von was man redet und warum man gerade nicht Zeit hat oder dass es schlecht geht. Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, das Konkurrenzdenken aufzuhören, sich zu vernetzen, nicht die Angst haben, dass einem der andere was wegnimmt, sondern mehr daran denken, dass einem der andere vielleicht unterstützt oder neue Inputs bringt, auf die man selber nie gekommen wäre. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Ja, und vielleicht von den Erfahrungen bereits erfolgreicher Unternehmer, die einen unterstützen, dass man eben davon profitieren kann. Weil wir eine bestehende Technologie so vereinfacht haben, dass die Dienstleistung jedermann zugänglich ist. Und der zweite Punkt, warum wir Game Changer sind, ist, weil wir Zuchtvereine wirklich eine Strategie und eine Begleitung anbieten, die es so einfach derzeit auch noch nicht gegeben hat.